bin mit 17 Jahren nach Berlin gekommen und war total fasziniert von der Musik, die ich hier erlebt habe. Ich kannte zu dem Zeitpunkt eigentlich nur Punkrock und kam irgendwie aus besetzten Häusern aus Basel und Zürich. Und habe eine Musik erlebt, die um dem einstürzenden Neubauten Umfeld entstanden ist. Und als ich auf dem ersten Konzert von den einstürzenden Neubauten war, habe ich eine Mischung gesehen aus deutscher Hochkultur, aus Schmerzen, aus totaler Spontanität, wo ich gesagt habe, da möchte ich irgendwie dabei sein, und habe mir eine Videokamera gekauft und habe alles dokumentiert, was in Berlin zu der Zeit passiert ist, musikalisch. Daraus ist ein Videoarchiv entstanden, daraus ist eine Videoproduktionsfirma entstanden, daraus sind dann Konzertaufzeichnungen auf VHS-Kassetten veröffentlicht wurden und daraus ist dann Casino entstanden. Als ich damals mit meiner Videokamera durch Berlin gelaufen bin, habe ich gemerkt, die neuen musikalischen Strömungen kommen von kleinen Labels. Diese kleinen Labels waren damals in England noch unabhängig, aber im Rest der Welt waren die an Major-Unternehmen angebunden und es war unheimlich schwierig, die Rechte für Konzertaufzeichnungen zu bekommen. Und dann entstand in Berlin Ende 80er elektronische Musik, Techno-Musik auf Computern, und das war für mich die wahre unabhängige Musik, weil die ist ja sogar unabhängig von der Plattenfirma entstanden. Und so ist dann die Idee auch entstanden, man muss Trilux und X-Mix machen, weil das ist Independent-Musik, die bebildert werden muss. Und die Verbindung zwischen den 80ern und den 90ern oder zwischen 80er Indie-Rock-Musik und 90er Jahre elektronische Musik ist die Unabhängigkeit, die Independence, die schlussendlich die Innovation immer wieder bringen in den Musikmarkt und den Musikmarkt am Leben erhalten. Es war eine sehr intensive Arbeit, die ganzen Archive aufzuräumen, wenn man einfach mal rückwärtsgerichtet arbeitet. Man guckt nicht, was steht aktuell an, sondern man guckt, was hat man eigentlich in den letzten 27 Jahren gemacht. Und was das für mich bedeutet, es hat mir einfach gezeigt, dass sich die Motivation von K7 überhaupt nicht geändert hat. Weil es dreht sich darum, mit Musik zu arbeiten, die ganz starke Emotionen transportiert und Leute emotional berührt und bewegt und mit ihnen was macht. Und das habe ich da in den alten Videos wiedererkannt, und das sehe ich auch heute, wenn ich einen DJ-Kick von Andrew Butler mir anhöre. Das ist einfach pure Lebensenergie. Den kenne ich, Kevin Saunderson, LFS. Und hier, ab 18, ne? Schwer gefährlich wegen Stroboskoplicht. In dem Videoarchiv, was wir unten in unserem Keller wirklich wieder gefunden haben, haben wir insgesamt 25 Konzertaufzeichnungen jetzt digitalisiert und katalogisiert. Das beinhaltet Größen von Einstürze, Neubauten, Jim Fetus, Nick Cave, Diamanda Galas, aber auch eine ganze Menge Beeline-Artists, die halt eben vor 300-400 Kapazitäten gespielt haben und auch sehr interessant waren. Und wir werden mit diesem Material jetzt Events kreieren, wo man in einen Raum reinkommt und rundum diese Videos projiziert werden, in einer Höhe von 2,50 Meter. Aber auch der Sound, der Original-Sound aus den Konzerten gespielt wird und das über einen VJ eigentlich so 80er Jahre Originalräume wieder gestaltet. Als ich K7 gegründet habe und angefangen habe, die Videos zu produzieren, wollte ich einfach nur Teil von etwas sein. Ich wollte in diesem Prozess, was da musikalisch passiert und was mich so fasziniert hat, auch meinen Prozess finden, den ich dazu beitragen kann. Und wenn ich gucke, wie ich jetzt arbeite, dann ist es für mich sehr beglückend, weil es gibt sehr viele Künstler, die mir vertrauen, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten. Es war damals immer mein größter Traum, ein internationales Musiklabel zu haben und mit Künstlern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert.
Und jetzt habe ich das und ich finde es auch schön, älter zu sein oder älter zu werden und auch zu merken, dass es eine Generation gibt, die danach kommt und auch mal eher in den Hintergrund zu treten und Erfahrungen zu haben und Leute machen zu lassen. Und bin eigentlich so, dass ich sagen kann, das ist schon, ist gut so, wie es ist, und es ist auch gut, dass ich nicht mehr so jung bin, weil ich habe da ganz schön Gas gegeben und habe da ganz schön verbrannt. Und so viel verbrennen wie damals möchte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr.